Warum brauchen Sie so lange? Ich dachte, wir haben vor dem Dreh noch ein Produktionsmeeting. Der Van ist schon beladen. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Frauen es nicht mögen, wenn Männer sich über ihre Pünktlichkeit aufregen. Sie fühlen sich kontrolliert. Du musstest das lesen, um das zu wissen? Ich dachte nur, du findest die Info hilfreich. Ich will Chris nicht kontrollieren. Wir haben nur viel zu tun. Ah. Hey, genau richtig! Gehen wir ans Werk! Was? Nichts, nichts, nur verhalte dich unauffällig. Bonnie schnüffelt herum. Okay. Sind alle bereit für das Produktionsmeeting? Vor uns liegt eine große Nacht! Leute, also echt, meine Gedanken rasen gerade mit Lichtgeschwindigkeit. Wusstet ihr, dass die Bibliothek jeden Zeitungsartikel hat, der je geschrieben wurde? Total irre! Da steht alles drin. Nein, erzähl mehr. Ich war quasi den ganzen Tag da und las jedes Detail über Frank Stone, das Stahlwerk, die Morde. Das hier ist eine verdammte Goldgrube. War wohl ein produktiver Tag. Und... ja, ich hatte Hilfe von meinem Assistenten. War mir eine Ehre. Oh, da fällt mir ein. Da du jetzt ein offizielles Teammitglied bist, brauchst du das Team-Outfit. Wow. Das ist ja toll. Eine echte Ehre. Diese Ehre will natürlich verdient sein. Ich verspreche, ich werde der beste Hilfsproduzent aller Zeiten. Produktionsassistent. Ja, ja, klar. Schau mal. Wow. Halt, wo ist Sheriff Green? Also, Dad war nie besonders gut darauf zu sprechen. Er hat den Kerl doch erwischt? Ja. Und Sheriff Kusich hat den Ruhm eingeheimst. Die Leute hier wussten, was los war, aber... lass mal sehen. Das ist ein 10-Jahres-Rückblick. Da stehen allerlei grausige Details, die noch nie in der Presse waren. Und Dad wurde auch etwas mehr gewürdigt. Das ist eine echt große Sache. Wir drehen unseren Film genau da, wo alles passiert ist. Besser wird's nicht. Ja. Stones Opfer waren... echte Menschen. Das war ein echter Mensch. Ja, und? Ich weiß nicht. Es ist eine Sache, darüber zu reden, aber eine andere, ihr Bild anzusehen. Und das ist plötzlich ein Problem für dich? Es ist kein Problem, nur etwas seltsam. Du warst noch wild entschlossen, als ich herkam. Was ist los, Mann? Nichts. Ich will nur nicht irgendwelche Opfer ausnutzen oder so. Wir nutzen hier nicht Stones Opfer aus. Ich will nur das Potenzial unseres Drehorts voll ausschöpfen. So macht man einen guten Film. So richtig, also zum Teil hat sie recht. So kann man gute Filme machen, aber sie versteht wirklich nicht, worum es geht. Aber, naja, er will sich ja mit dir gut stellen, ne? Okay. Ja, du hast recht. Wir haben nur einen Versuch dafür. Ja. Also, nicht versauen. Können wir helfen? Nee, Robert und ich schauen, ob es im Stahlwerk noch mehr gute Drehorte gibt. Dann mal los. Ja, und dann endlich mal hallo und herzlich willkommen bei The Casting of Frank Stone. Hier können wir noch was angucken. Murder Mill Script. Okay. Hier, fang doch einfach damit an. Wir suchen also Erwähnungen von Frank Stone.
Wir suchen nach allen Hinweisen auf konkrete Orte im Staat. Mama wird endlich entlassen. Ich kann's kaum erwarten. Ist ziemlich groß. Deshalb bin ich auch so sicher, dass wir noch nicht alles gefunden haben. Definitiv möglich. Wir finden es. Ja, lass mich doch dahin, Mensch. Hier, sieh dir das an. RT. Niemand war traurig, es los zu sein. Wird Frank erwähnt? Nein, aber es geht um die Einstellung der Arbeit. Ist das der gleiche Text? Es gab Selbstmorde im Stahlwerk. Doch im Laufe der Zeit schien eine Wiederöffnung von Leuten, die da gearbeitet haben oder entlassen wurden. Verdammt. Das war ein, ich kann es natürlich auch schlecht vorlesen, wenn die ganze Zeit brabbeln im Hintergrund. 12-Stunden-Schicht. Es gibt mehrere solcher Artikel. Also ihr könnt es gerne durchlesen. Ich kann es leider jetzt nicht vernünftig vorlesen, dank der beiden. Es hängt alles zusammen. Mit ihm. Damit, wie er war. Oder... Journalisten kriegen nicht genug von Frank Stone. Oder so. Das ist deine Expertin. Weitere Geheimnisse gelüftet. Der Typ war nicht ganz richtig im Kopf. Habe auch ein paar davon besorgt. Was ist das? Todesanzeigen. Oh. Ungefähr aus der Zeit der Morde. Ja, das ist aber neu, glaube ich, hier. Ach, gute Idee. Aber man darf ja leider nichts davon. Vor seinen Mord im Stahlwerk hat Frank bereits mehrere Menschen getötet. Moment. Damit kann ich reingehen? Nö. Ah, Kassette? 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 Tom Holt Interview. Kann ich nicht wirklich untersuchen. Nimmt er aber mit. Ah, Gegenstand hinzugefügt. Sehr schön. Haben wir denn irgendwas, wo wir das hören können? Oh je. Orakel des Omniversums. Von einem Guru. Okay. Fühlen Sie sich gefangen? Leben Sie Ihr Leben oder überleben Sie lediglich? Stellt dieses Universum Sie zufrieden oder sind Sie auf der Suche nach einer tieferen Wahrheit jenseits der Realität? In Orakel des Omniversums führt Experte und Guru Connor Barnham Sie durch eine Reihe grundlegender schamanischer Lehren und wichtiger Meditationen. Diese lehren Sie nicht nur, den Zauber unserer alltäglichen Welt wertzuschätzen, sondern erweitern Ihr Bewusstsein auf eine Art und Weise, die allein Menschen mit der nötigen Gabe vorbehalten ist. Da muss ich jetzt mal einhaken, weil... Es heißt ja, dass jeder das Ganze erlernen kann. Der eine braucht halt nur länger und der andere, bei dem geht es halt eben schneller. Indem Sie sich die umfangreichen Erkenntnisse dieses Buches zunutze machen, die Guru Barnham während seiner Erforschung der erleuchtetsten Völker der Welt gesammelt hat, können Sie auch Sie sich die Weisheit der Alten aneignen, aus dem Kokon der Unwissenheit ausbrechen und wie ein Schmetterling der Erleuchtung auf Flügeln kosmischer Glückseligkeit davonfliegen. Okay, wie das geschrieben ist. Also da ist sicher was Gutes hinter, aber wie das geschrieben ist, ist natürlich ein bisschen... Oh Gott, das lesen wir uns jetzt nicht alles durch, oder? Körperliche Leistungsfähigkeit, verschlafenen Städtchen, anfangs schwerfallen. Also ihr könnt euch das gerne durchlesen, wenn ihr wollt. Ein Universum? Irre. Mhm. Ich zog zwei Schlüsse. Können wir nochmal umblättern? Nee. Okay, ich schätze, das kann man dann aus dem Menü heraus nochmal lesen oder so. Können wir das benutzen hier? Ah, nee. Eins, nicht zwei. Wie in dieser Nacht habe ich noch nie erlebt. In meinem ganzen Leben. Das war ziemlich einzigartig. Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt noch leben würde, wäre Sam Green nicht gewesen. Er ist ein Held. Eine Schande, dass der andere Sheriff den Ruhm einheimst. Echte Schande. Der hatte die Suche nach Stone schon aufgegeben. Aber Sam Green wusste es besser. Er kam rauf und sagte, wir müssen das Werk bis auf den letzten Winkel absuchen. Und hätten wir eine Sekunde länger gewartet, tja,
gäbe es ein hübsches Baby weniger auf der Welt. Oder schlimmer. Sam hat Stone im allerletzten Moment erledigt. Wie in irgendeinem Film. Ah, okay, dieser Tom Holt war, glaube ich, derjenige, der jetzt den Ruhm für sich beansprucht, ne? Dank Mr. Holt hat niemand meinen Papa angezweifelt. Ganz simpel leben. Danach waren sie Freunde. Mein Dad hat die Grabrede für Mr. Holt gehalten. Ja, wir haben immer noch einen Teil. Das habe ich mir schon alles angeguckt. Kann ich mit dir vielleicht nochmal sprechen? Ich wollte ja nichts sagen, aber ich bin einfach kein Fan davon. Verständlich. Tja. Sorgen um Rob. Ach so, wegen ihm. Nee. Sie ist so besessen von Frank Stone und den Morden, das ist einfach etwas heftig. Vielleicht, weil sie nicht aus Cedar Hills ist, aber naja, auch wir hätten Opfer sein können. Oder unsere Familien. Waren sie aber nicht. Du findest auch, das ist egal. Ich sage nicht, dass es egal ist. Ich meine nur, es ist einfach lange her. Und Chris freut sich, weil ein paar der Orte richtig gut in den Film passen. So wie dieser. Sieh mal hier. Was ist das alles? Ich habe mir eine neue Szene überlegt. Auch geschrieben? Ja. Weiß Chris? Ich habe es Chris gestern gesagt. Oh, fand sie es gut? Wir drehen sie, wenn wir Zeit haben. Cool. Dieser Ofenraum ist der perfekte Ort. Aber ohne Chris' Recherche hätte ich nie davon gewusst. Ja, weniger Zeit verschwenden, das ist Blödsinn. Ziemlich krass. Hoffentlich können wir es drehen. Danke, ich auch. Oh, ja! Ah? Was ist? Das ist ein Bild von Frank Stone. Ah, das Datum. Ja. Oh, ja! Was? Das ist von vor den Morden, bevor klar wurde, dass es Frank war. Es geht um das Stahlwerk. Eine Art Lobeshymne, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. Oh, was ist denn das? Bildunterschrift. Arbeiter Frank Stone, Maschinenhalle. Volltreffer. Maschinenhalle, hä? Da müssen wir drehen, das ist es. Das ist der Ort. Einfach perfekt. Also, Zeit zu gehen? Okay, Leute. Neuer Drehort. Zeit loszuziehen und zu drehen, was das Zeug hält. Los, los. Zeit ist Geld. Machen wir einen Film. Woran habt ihr kleinen Knalltüten denn gearbeitet? Hallo. Interessant. Verehrte Gäste, ich präsentiere das Stahlwerk. Ja, da ist es. Seht ihr den Bach da unten? Wenn wir dem folgen, kommen wir zum geheimen Eingang. Ich sehe ihn nicht. Ist ja auch geheim. Wir müssen das nicht tun. Doch, müssen wir. Bereit? Achtung, Stolperfalle. Ist eine super Idee, das Auto mit dem Scheinwerfer an da stehen zu lassen. Okay, hier lang. Achso, jetzt bin ich sie. Och Gott, nee, die nervtötende Zicke. Na gut. Einatmen. Ja.
kaum zu glauben, dass wir gleich den Ort sehen, an dem Frank Stone Leute ermordet hat. Abgefahren. Okay. Von hier aus gibt's zwei Wege in den Gully. Einmal leicht, einmal schwer? Sie sind beide eher mittelschwer. Dann zeig uns erstmal mittelschwer 1. Tja, mittelschwer 1 führt über das Tor da drüben. Von da aus kommt man geradewegs rein. Aber da kommen wir der Route meines Dads ziemlich nah. Und mittelschwer 2? Mittelschwer 2 wäre die andere Seite zu nehmen, wo wir mehr Abstand zu meinem Dad haben. Aber das dauert auch etwas länger. Sind beide echt ziemlich mittel? Mittelmäßig. Also, wo lang? Ja, ist ja ganz einfach, ne? Wir brauchen ein bisschen Abstand zu dem Vater, würde ich sagen. Aber es kann natürlich sein, dass wir damit dem Mörder wieder in die Arme laufen. Wir machen es trotzdem mal. Ich halte lieber Abstand zu Gesetzeshütern. Sorry. Hey, ich will auch keine Probleme kriegen. Dann geht's jetzt los? Ja. Warum darf die das eigentlich bestimmen? Dein Dad kontrolliert das Stahlwerk echt jede Nacht? Solange ich denken kann. Früher fand ich das seltsam, aber es ist einfach sein Ding. In meiner Kindheit war ein Gespräch sofort beendet, wenn jemand meinen Dad Held von Cedar Hills nannte. Er wollte doch auch kein Interview geben für die Reportage zum 10. Jahrestag. War eine coole Schlagzeile. Au. Wie war der Titel? Der Mann, der Stone bluten ließ. Verdammt! Wäre das nicht ein guter Titel für den anderen Film? Anderer Film? Sag ich doch. Wir haben der Fantasie freien Lauf gelassen. Rumgesponnen. Cool. Vielleicht sollten wir lieber erst einen Film fertig machen. Absolut, ja. Ach, das war nur eine Reflexion. Okay, drücke L, um zu balancieren. Ich hasse sowas. Geh mir aus dem Weg, Junge. Geh mir aus dem Weg. Jetzt lauf doch mal die letzten 3 Schritte. So. Nee, links. Da hinten, wie kommen wir denn? Da kommen wir hin. Okay, hinter mir war aber nichts, oder? Da habe ich jetzt nichts mehr. Nee, okay. Boah, da muss ich den Mist hier nochmal machen. Chris Gordon. Ein weiteres Opfer von Frank Stone. Und der Schwerkraft. Ja, komm. Mittelfinger eines Tätowierten. Sie sagt, ich soll nicht an meinem Traum zweifeln. Was? Okay. Hätten wir da eigentlich auch runtergehen können? Weil die sind jetzt hier alle rumbalanciert, oder? Ne, die sind dahin. Kann ich ja auch runter? Ja. Lass mich aber mal eben hier hinten gucken, ob da auch noch irgendwas ist. Anscheinend nicht. Alter, was war das? Hä? Ach, da oben ist er. Ich wollte gerade sagen, der stand doch gerade noch hier. Das ist ja mal ein geiler Weg da rein. Aber gut, wenn das alles so komplett abgelegen ist, ne? Ich liebe es hier. Die haben tatsächlich... Die haben jetzt tatsächlich das Auto angelassen. Die Batterie wird jetzt verbraucht die ganze Zeit. Außerdem erregt es ja natürlich Aufmerksamkeit, wenn da Licht an ist. Also wenn da ein Auto steht, was Licht an hat. Die sind so saudämlich. Also sorry. Wenn ich irgendwo reingehen will und unbemerkt bleiben will, dann mache ich doch nicht nur extra auf mich aufmerksam. Vor allen Dingen, ne? Die Batterie, die kommen auch nicht weg. Also nicht das Auto nehmen, falls irgendwie. Bist du denn sicher, dass wir hier
sicher sind? Ich meine nicht, dass wir in irgendeinen Lüftungsschacht voll wirbelnder Ventilatoren fallen. Das kann ich nicht versprechen, aber zumindest könntest du sehen, wie sie dich in Stücke häckseln. Ha. Na super. Danke. Gibt's eine für jeden? Ja. Was ist da drin? Naja, die Taschenlampen, mein Notizbuch, Stifte, ein paar Müsliriegel, 3 Regenmäntel, Erste-Hilfe-Set, Flaschenöffner, Sonnencreme, Campinggeschirr und Besteck. Du weißt schon, dass das nicht der Appalachian Trail ist. Vorsicht. Ist besser. Aber warum 3 Regenmäntel? Finde einen Weg ins Stahlwerk. Ja, wenn ich mich bewegen dürfte, würde ich den auch suchen. Hallo Spiel. Ah, danke. Also die Probleme nehmen leider immer noch nicht ab. Aber immerhin, muss man ja jetzt auch mal positiv anmerken, immerhin haben sie einen Patch rausgebracht, dass jetzt die Einstellungen gespeichert werden. Das heißt, sobald ich das Spiel starte, muss ich nicht nochmal meinen Monitor auswählen, so wie ich es vorher machen musste. Und ich muss nicht nochmal die Auflösung ändern und so. Hat dein Dad nie was von dieser Nacht erzählt? Nacht? Die Nacht, als er hier war? Mit Frank Stone? Nur einmal. Ich war noch klein und eher ziemlich betrunken. Auch wenn er sich nicht daran erinnert. Tut mir leid, ich kann dir jetzt leider nicht mehr zuhören. Ich muss mal eben gucken, ob ich hier hinten noch was finde. Was ist das? Hallöchen, Geist. Was hier lassen? Vor allen Dingen mit einem Nagel durchgeschlagen. Auch nicht schlecht. Das war so richtig prädestiniert dafür, ne? Also, das ist immer das Gleiche. Sobald die dann irgendwohin weitergehen und dann aber noch was abzweigt, dann kann es sein, dass da Geheimnisse sind. Das habe ich so oft schon gehabt. Hier kann ich aber nichts machen, ne? Irgendwie durchgucken oder so. Was wäre es jetzt noch, wenn da jetzt einer stehen würde? Wieso ist jetzt... Das ist aber nur der Kasten zum Überprüfen hier, ne? Ist das denn wenigstens... Ah, ich habe es gewusst. Ich habe einen nicht bekommen. Es hat doch bestimmt mit dem... mit dem Hillbilly zu tun, oder? Aber ich habe das Ding nicht gefunden. Vielleicht hätte ich nochmal unten in den Raum reingehen müssen oder so. Ist der jetzt da durchgegangen? Nee, der steht da hinten. Gucken wir doch mal, was da noch ist. Ich mach's ja nicht gerne. Aber... Oh, scheiße. Man kann hier durch. Oh, oh. Ich darf mich nicht umsehen? Doch, jetzt. Leute? Ihr wisst, wo ich reingegangen bin. Ich bin nicht so überzeugt von Lindas neuer Szene. Aber wenn ich die Regiekarte spiele, wird sie wahrscheinlich nie mehr mit mir sprechen. Ich bin nicht so überzeugt davon, dass ich gerne hier bin. Oh, ein alter Schlüssel. Oh, Gusshütte. Vielleicht bin ich jetzt doch ein bisschen überzeugter davon. Vielleicht wird das... Ja, vielleicht wird das auch noch wichtig, wenn wir irgendwann mal uns entscheiden müssen, wohin wir flüchten. Weil dann habe ich den Schlüssel. Also, ich kenne ja das Spiel, beziehungsweise, also das Spiel nicht, aber ich kenne ja die Spielart hier von Supermassive Games und ich weiß so in etwa, wie die ticken. Und ich könnte mir schon gut vorstellen, dass das irgendwie wichtig wird. Oder ich hätte nochmal zurückgehen müssen sonst. Das kann natürlich auch sein. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Wie ich schon sagte, auch wenn er sich nicht daran erinnert. Ich wüsste gern, was er durchgemacht hat. Das verstehe ich. Er sprach nicht wie mit einem kleinen Kind. Oder wie mein Dad. Ich konnte ihn sehen, wie er wirklich ist. Ist abgeschlossen. Er zeigte mir seine Narben. In der Nacht hat er seine Schulter geschrottet. Echt übel. Hat sich immer noch nicht ganz erholt. Wird er wohl auch nie. Verdammt. Ich wusste nicht, dass es so
krass war. Er sagte, er stand Frank Stone Auge in Auge gegenüber. Genau hier im Stahlwerk. Im Ofenraum genau genommen. Oh, wow. Was hat er noch erzählt? Nur, dass er Dinge sah, die kein Mensch je sehen sollte. Oder wissen. Was bedeutet das? Immer wenn ich es ansprach, bekam er diesen Gesichtsausdruck. Und ich will ihn einfach nicht so sehen. Du klingst enttäuscht. Nein. Nein. Okay. Also im Prinzip ist das ja jetzt das Gleiche, wo wir vorher schon mal waren. Aber ich weiß halt nicht, ob wir die Geheimnisse vorher schon hätten entdecken können. Ich denke nicht, weil ich habe ja alles abgesucht, ne? Und ich will hier halt auch nichts verpassen. Deswegen laufe ich jetzt hier auch mal in jeden Raum rein, wo ich halt eben hin kann. So, wie schon gesagt. Nein. Nein. Aber nein, ich bin froh, dass du so ein gutes Verhältnis zu deinem Dad hast. Ich auch. Da sehe ich nichts. Halt, stopp, da war gerade was. Unmöglich. Ist das... Wow. Kann sein, dass die echt meinem Dad gehört hat. Ja. Ich dachte, Polizisten müssen die mit ihrem Leben beschützen. Hat er sicher. Aber ich verstehe, warum er sie zurückgelassen hat. Das abgeschlossen. Oh, Moment, da war gerade wieder was. Was war das? Was war das? Ich bin hier gerade reingelaufen. Ansehen. Okay. Es war dieses Zeichen, was wir auch schon gesehen haben, aber. Na gut. So eine malerische Route. Was hast du nach dem Abschluss so vor? Weiß ich noch nicht so recht. Im Gegensatz zu dir. Wieso gehst du davon aus? Ist es offen? Es ist offensichtlich, genau. Hier ist nichts mehr zum Aufheben oder so. Das ist schon krass, ne, wenn man das so überlegt. Worüber? Oh, ja, stimmt. Ist es offensichtlich? Der Film? Deine Arbeit als Regisseurin? Und du? Willst du Polizist werden wie dein Vater? Niemals. Ich stehe auch auf Filme. Deshalb wollte ich euch helfen. Ja gut, aber auf Filme stehen oder ein Machen oder beziehungsweise halt mitwirken, das ist ja auch wieder was anderes, ne? Was ich sagen wollte, niemals. Och, haben die mich jetzt erschrocken? Ich stehe auch auf Filme. Deshalb wollte ich euch helfen. Vor allem Horrorstreifen. Oh. Ich dachte, du magst einfach nur verfluchte Stahlwerke. Du glaubst wirklich, es ist verflucht? Du nicht? Hör schon auf. Ich glaube, das ist es. Da oben. Kann man hier irgendwas nehmen? Nee, ne? Nun gut. Also gut nicht. Wir werden wahrscheinlich gleich alle sterben, aber naja. Oh, Gott sei Dank. Ja, Robert, du bist ein Genie. Gute Idee. Mit dem Gully. Danke, Robert. Los, Leute! Es reicht mit dem Rumgestehe und Gequatsche. Noch eine Szene und wir sind fertig. Mhm.
Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!